Das hier ist die Brennstoffzelle, Herr Meier, oder sehe ich das falsch? Das ist die Brennstoffzelle, das ist richtig. Die verarbeitet also den getankten Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft, erzeugt die Strom. Der Strom wird von dem Inverter von hier umgewandelt. Das ist Gleichstrom, der erzeugt wird. Der wird umgewandelt in Wechselstrom und der treibt den Elektromotor an, der hier unten sitzt. Und dann hat das Auto ja auch noch eine Batterie. Wo genau, ist die denn? Die ist unter dem, teilweise unter dem Wagenboden, unter dem Beifahrersitz. Die speichert den Strom zwischen und nimmt auch den durch die Rekuperation erzeugten Strom auf. Und wo sitzt der Tank hier? Der Tank sitzt hinten an der Hinterachse, über der Hinterachse. Und hier ist jetzt der Wasserstofftank drinne. Das ist der Tank, einer von beiden. Die fassen insgesamt maximal 6 Kilo Wasserstoff. Das reicht für eine Distanz von etwa 600 Kilometern. Das ist ja ganz ordentlich. Und wo sitzt der andere Tank? Der sitzt vorne dran. Ah, den sehen wir nicht. Den sehen wir jetzt nicht. Na gut, dann wollen wir mal losfahren.